Okay, Glocke gefunden, alles gut. Aufnahme direkt gestartet, weil Glocke gefunden, so. Jetzt kann es auch weitergehen. Aber hätte man die Cutscene davor mit dem Vogel nicht gesehen, wäre ich jetzt ernsthaft nicht darauf gekommen, dass es in dem Berg ist, ne? Hätte ich mich an den Inseln außenrum noch dumm und dämlich gesucht. Ja, wo das so hin. Da im Tunnel. Si, Senor. Krieg ich schon einen Hang, aber. Dann nicht. Die Verbindung, Mann. Ja, jetzt mit deiner Hand gegeben. Du bist aber eklig. Ich will dich nicht anfassen. Auch ich wollte gerade das Arm-Emote mit dir machen. Die Glocke haben wir doch schon hier. Ja, weil es auch die falsche Glocke ist. Beziehungsweise der falsche Ort. Es gibt ja zwei so eine. Wie heißen die Dinger nochmal? Diese fliegenden. Und da kannst du mal aufhören, von Gott gesegnet zu werden, Junge. Was ist denn los mit dir? Hier, komm. Hier. Ich will auch noch selber steuern in diesem Spiel. Nö, lehn dich einfach zurück und lass dich berieseln. Ich spiele ein Spiel, damit ich spielen kann. Oh, hier gibt's noch einen Geist. Ah, wir müssen die Erinnerung durchleben, bevor das Licht erlischt. Irgendwie, keine Ahnung.
Hä? Ich glaube, wir müssen immer in dem Lichtkegel bleiben. Ja, wow, bei mir ist der Lichtkegel vorhin nach oben gebackt. Ja, der geht bei mir nicht weiter, Lichtkegel. Achso, jemand muss das Teil führen oder so. Hat aber bei mir vorhin nicht geklappt. Na, mach du mal. Pass auf. Ja, was mache ich denn? Ha, da, 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 da. Oh. Helf mir mal. Aua. Böse, böse. Ich weiß nicht, ob es stimmt oder ob mir mein oder ob mir mein Kollege, ja, oder ob mir mein Kollege auf Arbeit mich irgendwie angelogen hat, weil das war ist kein vertrauenswürdiger Kollege. Aber der hat wirklich mal erzählt, das Wort Führerschein. Ja. Nein, das kommt nicht von, du weißt schon wem. Nein, das Wort Führerschein soll wohl ja in der Zukunft nicht mehr existent sein. Als, ja, Führerschein ja, von... Ja, Fahrerlaubnis. Denn wahrscheinlich nur noch. Ja. Stimmt das? Oder hat er nur Scheiße erzählt? Kann sein, dass die... Wegen Hitler und Führer und ja, so, ja, dass sie ja. Das nur deswegen... Du, das ist gestrikt. Pass auf, was du sagst. Was? Ja, ich glaube, das darf man auf Twitch nicht sagen. Deshalb habe ich das vermeidet, gerade auszusprechen. Ja, das kann sein, dass es wegen dem gestrikt wird. Weil du kennst ja diese, wie die ganze Welt momentan ist. Mit dem ganzen Gendern, mit divers und so. Finde ich nicht schlecht. Ich bin auch LGBTQ-Member, ich will hier erwähnen. Ja, wie kann man denn die Welt so hart zensieren? Ja, das ist nun mal so. Wir Deutschen werden immer Krabbe. Noch von... Du hast es doch selber erlebt. Kurze Story, Kai hatte mal eine... das warst doch du, glaube ich. Klassenfahrt nach Britannien? Mit den Steinen und so? Nee, das habe ich erzählt. Ich war nicht mit dabei. Ja. Ach so, ja, auf jeden Fall. Zum Glück. Auf jeden Fall wurden da seine Klassenkameraden als, ich nenne es mal jetzt vorsichtig, rechts bezeichnet. Und von den Großbritannien-Teenager-Kinder. Von den Schulkindern da. Ja. Die waren da urlaubsmäßig in der 9. Klasse mit den Lehrern da Urlaub gewesen in London oder so und da wurden die mit Steinen beschmissen, auch die unsere Lehrer wurden mit Steinen beschmissen von Schülern aus Großbritannien, weil die gedacht haben, ja wir sind Deutsche, also wir sind deutsche Einwohner und dementsprechend können wir ja nur rechtsradikal sein. Ja, so werden wir leider in vielen Ländern angesehen und deshalb kann das teilweise auch echt... Und noch wieder zurück, das ist ja mal Backtracking, so ein Urgroßvater hier. Und die haben echt keine Ahnung, dass wir unsere Vergangenheit, was die früheren Leute gemacht haben, dass sie in den Krieg gezogen haben, die haben wohl keine Ahnung, dass wir das auch verachten. Und dass wir das Thema auch meiden wollen und nicht als rechts beschimpft werden wollen. Und ich sag's mal so, wir wollen das Thema, also die Generation und so... Wir jetzt das Thema nicht meiden, aber wir wissen, was die unsere Vorfahren getan haben, aber wir wollen jetzt nicht nach unten. Wo gehst du denn hin, Mensch? Ja, noch immer scheiß Schmetterling, keine Ahnung, was mich das Ding führt hier. Du steuerst das Teil, ne? Ach so. Ja. Ja, ey, guck mal, ich gehe wieder aus dem Kreis raus, nichts mit Steuern. Das geht nur sehr langsam und ich werde dich immer vom Krabben weggefickt. Na, du musst ausweichen. Ja, geht schwer manchmal. Sonst verlierst du einen Flügelschlag. Wo waren wir jetzt stehen geblieben? Genau. Ich finde es einfach nur beschissen, dass wir für die Fehler von unserer alten Generation verantwortlich gemacht werden. Wir können doch gar nichts dafür. Nee, wir werden nicht dafür verantwortlich gemacht. Wir akzeptieren es. Natürlich tut uns auch leid, was, sagen wir mal, damals passiert ist. Aber wir müssen deshalb noch lange nicht verachtet und so... Das ist das Wort, was du gesagt hast. Wir werden nicht dafür verantwortlich gemacht. Wir werden dafür verurteilt von einigen Leuten, die so kein großes IQ haben, sage ich mal. Also die... es denken nicht nur diese einen Schüler... Danke.
Scheißgrabe. Es denken nicht nur diese beschissenen Schüler so in Großbritannien, die meisten, also nicht sondern nur die es Briten. denkt das ganze. Ja, ich meine jetzt generell, ja, auch einige Länder denken, wir sind hier noch in Deutschland, ist ja noch alles in Schutt und Asche. Und die Trümmerfrauen, die arbeiten hier immer noch, um alles aufzubauen. Auf jeden Fall werden wir auch in vielen Ländern einfach nur immer noch dafür gehatet. Deshalb wollen die das wahrscheinlich auch verbieten. Ich meine, ja, es ist irgendwo okay, aber es ist meiner Meinung nach unnötig. Soweit ich gehört habe, sind die meisten Einwohner von Großbritannien alle so, die so denken. Nee, die wenigsten tatsächlich. Klar haben wir. Also ich habe gehört, dass sie das sehr viele so denken. Dass wir alle rechtsradikal sind, die aus Deutschland kommen. Na guck mal, wo haben denn die Schüler das aufgeschnappt? Das war eine ganze Schülergruppe, die nach meiner Schülergruppe Steine geworfen hat. Wo haben denn die das aufgeschnappt? Ich habe keine verdammte Ahnung. Wo haben die denn das hergeholt? Die können das ja nicht aus dem Internet geholt haben. Im Internet werden die ja einigermaßen aufgeklärt. Also wo können die das hergeholt haben? Ich weiß es nicht. Ich war auch schon mal in... Es gibt verschiedene Optionen. Entweder aus der Schule von deren Lehrern. Zweite Option, von deren Eltern... Oder es sind einfach nur dumme, ich nenne es jetzt mal Hurenböcke gewesen. Nee, das war... Das kann halt legit super, dass du das auf Twitch sagst, sehr schön. Das ist erlaubt, das weißt du. Ah, stimmt. Du Hure! Das ist so dumm. Stimmt, ja. Nein, auf jeden Fall. Du hurige Hure! Hure! Okay, übertreib's nicht. Nee, aber was soll man sagen, man, es ist einfach nur unnötig, dass wir manchmal noch so angesehen werden, dass deshalb so eine... Das war jahrelang so, dass deshalb... Hure eine Kerze. Das nach so vielen Jahren, deshalb noch ein Traram gemacht wird, das ist... Ich verstehe es nicht. Ja, vor allem, warum werden wir im Jahr 2001... Naja, das war nicht 2021, das war 2016... Aber warum, selbst 2016 war damals noch für uns alle modern, klar ist modern gewesen, aber ich meine... Von was ist eigentlich an dem Wort? Rechtsradikalismus, das Thema, das ist eigentlich schon im Jahre 2010 vorbei gewesen. Eigentlich. Und es wird immer noch von Leuten in die Zukunft getragen. Ich frag mich, was an dem Wort zum Beispiel, man sagt ja auch, ja, man führt ein Fahrzeug. Was hat das jetzt mit, ihr wisst schon, wem zu tun? Eigentlich gar nichts. Das heißt, was man führt, ist, man bewegt es, man leitet es dahin. Das ist ein ganz normales Wort und das, ja. Und das heißt halt auch Führerschein. Man führt das Fahrzeug, man hat eine Erlaubnis dafür. Alles, was mit Zweiten Weltkrieg zu tun hat, will man abschaffen auf der Welt. Und das ist schon... Das hat noch nicht mal was mit dem Weltkrieg zu tun, das ist einfach nur unnötig. Das ist Zensur auf dem niedrigsten Niveau. Also wenn das stimmt. Und wenn das stimmt, dann muss ich ehrlich sagen, ich bin keiner der Kai, wo bist du? Wir sind wieder weg, also ich habe mich nicht großartig bewegt, aber wir sind wahrscheinlich wieder weg. Ich bin keiner, der die Politik so stark verachtet. Ein bisschen, aber ich habe mich auch nicht so stark über die Politik informiert. Ich weiß nicht, was da alles abgeht, deswegen kann ich auch nicht urteilen, weil ich bin kein Typ, der vorm Fernseher sitzt. Du redest jetzt von der deutschen Politik, ne? Ich rede jetzt von den Leuten allgemein in Deutschland. Ich bin jetzt und auch von der Politik. Ich bin jetzt kein Mensch, der jetzt fett, dumm und Fußball guckt und er sagt, ich kann's besser. Ja, dann mach's besser. Kleine Zwischenfrage, Entschuldigung, dass ich dich immer so oft unterbreche, aber gehen wir jetzt mal kurz zurück zum Hub oder suchen wir jetzt noch beide die Glocken? Ich gehe gerade erstmal zu den Glocken. Ich gehe gerade zu den Glocken und gucke mal, ob der die letzte Glocke freischaltet. Kurz okay, Schlusssatz, nachdem die Folge auch gleich endet. Ich bin keiner, der jetzt vom Fernseher hockt, fett, dumm ist. Entschuldigung, diese Ausdrücke und. Ich sehe dich, wir sind nicht getrennt, komm hier runter! Okay, ich muss immer noch nach der Glocke suchen. Ja, ich auch. Das war nicht die Glocke, das war ein Geist, den ich gefunden habe. Spring einfach die Klippe runter, geradewegs. Ich sehe dich. Und irgendwie urteilt, nee, ihr könnt jetzt alles besser machen. Nee, kann man eben nicht. Kann man nicht. Du...
Man kann auch kein Politiker sein, nur weil man denkt, ja, man könnte es besser entscheiden. Willst du eine Entscheidung treffen als Politiker, der da die gesamte Zukunft von Deutschland betreffen könnte? Ich sag's mal so, Und dann irgendwen. wirst du von ganz Deutschland, von 80 Millionen, mittlerweile über 80 Millionen, von 84 Millionen Leute, wirst du dann verurteilt und auf der Straße gesehen und vielleicht ausgelacht, weil du eine schlechte Entscheidung getroffen hast. Willst du das? Nein, das kann keiner Hier, hier, verantworten. hier, Kai. Was ich halt witzig finde. Man kann es nicht, auch wenn die ganzen Leute im Internet und vor dem Fernseher und sonst irgendwo zu Hause immer sagen, nee, ihr könnt es besser entscheiden, kann man nicht. Geht nicht. Vielleicht sagen wir es mal so: In manchen Situationen sagst du, oh Gott, wo ist das Aber die denn? Zensur finde ich Oh, unnötig. Das ist weiß, wo es ist. eine Zensur, die nicht mehr das Internet betrifft. Das ist eine Zensur, die das reale Leben betrifft. Und das ist schon immens traurig. Zwei kleine Sachen noch. Ja. Jetzt müssen wir da nach ganz oben, wo wir vorhin schon hin wollten. Weil da ist gekringelt und der Wasserfall. Jetzt müssen wir so einen großen Hai da erwischen. Und zweitens, sagen wir mal, du hast eine politische Meinung und ich habe eine politische Meinung. Und ein Politiker sagt was im Fernsehen. Du sagst zum Beispiel, du würdest es so und so machen. Und du denkst, du würdest es besser machen. Ich sage zum Beispiel, ich würde es so und so machen und würde es besser machen. Ich komme Egal, nicht was du hoch. sagst, Kommst du auch mal wenn. bitte zu mir? Ich komme nicht hoch. Ich komme nicht Du weit. musst zum großen Wal finden. Ja. Ich habe keine Flügelschläge mehr. Ach so, dann Ich gib mir komme noch deine nicht mal Hand. dem Hang Dann hier hoch. gib mir deine Hand. Naja, auf jeden Fall, damit will ich nur sagen, egal welche Meinung man hat, irgendwelche Leute werden immer gegen dich sein. Manche mehr, manche weniger. Du Ja, weißt, wie ich das das meine. sowieso. Ja, man kann es niemandem richtig recht machen. Aber zustimmen mit dieser unnötigen Zensurkram, da tue ich dir auf jeden Fall. Irgendwie. Was? Ich verstehe es auch nicht, ganz Es gibt ja ehrlich. schon richtige, es gibt ja schon im Fernsehen vor Jahren auch schon, und dass das echt schon das reale Leben betrifft, ist traurig. Es gibt so viele Leute, Komödianten, sagt man das so, Comedian. Comedien, die sich darüber lustig gemacht haben, über das Wort, über den Weltkrieg, dass das so radikalisiert wird hier. War schon mal in eine Szene gewesen, so, bitte geben Sie mir einmal, also war wirklich so gewesen, habe ich erst auf TikTok gesehen, geben Sie einmal Ihren Führerschein. Und dann so ein Ausländer, der nicht richtig, also die haben halt vorgegeben, nicht richtig, also der Schauspieler hat nicht vorgegeben, halt vorgegeben, ein Ausländer zu sein und nicht richtig Deutsch sprechen zu können oder nicht richtig zu verstehen. Und dann so geben sie, der Polizist, geben Sie mir Ihren Führerschein. Führer, 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 Nazi-Führer. Denke ich mir, das war einen auf lustig gemacht. Das war sich darüber lustig zu machen, über solche Leute, die das genau so Das radikalisieren. ist Und dass schwarzer das. Humor, aber er hat auch halt irgendwo seine Grenzen, meiner Meinung Und nach. dass Aber ich. das jetzt auch noch real wird. Ja, die. Also, ich kann viele Meinungen von den Politikern teilen, auch wenn sie auch viele Entscheidungen für sich treffen. Viele schlechte Entscheidungen, viele gute Entscheidungen. Es gibt mal so und mal so. Ist ganz bunt in der Politik mit den Entscheidungen. Und das einmal die Entscheidung, Fliegt er jetzt noch höher? Nee, ne? Muss ich jetzt hier runter? Ja, ihr müsst jetzt hier runter. Nach oben fliegen. Und da gibt es einmal die Entscheidung, Namen zu streichen, Ja, wo fliegt er denn hin? Ich will weil doch hin. es eine Zeit gab, wo die mal schlecht war. Ja, Ist wow, da. es gibt dunkle Zeiten. Soll ich gleich. Ich sag mal so, wenn ich jetzt. Wenn ich jetzt eine Freundin, Ex-Freundin hatte und die ist so. Damit der hatte ich eine richtig, richtig schlechte Zeit, muss ich dann gleich sagen, ich will irgendwo hingehen, der mir einen Schlag auf den Kopf versetzt, mit einem ordentlichen fetten Metallhammer, nur damit ich die Erinnerung gelöscht bekomme von dem damaligen Kurz und knapp, aus Jahre. Fehlern kann man lernen. Aus Fehlern kann man lernen. Und man sollte auch nicht versuchen, die Vergangenheit oder so zu verändern. Man Ruhe kann zu es nur schweigen, besser machen. Man ja. kann Buße tun für das, was war, aber. Man soll die Vergangenheit nicht totschweigen, und das ist der Fehler Nein, einfach. also. Und ganz ehrlich, nochmal zu der Comedian-Sache. Ich bin auch sehr mit schwarzer Humor. Ich lache zum Beispiel über Sachen wie, jetzt mal ein kleiner Witz. Ich habe neulich eine Jüdin gedatet. Sie hat mich nach nach meiner Nummer gefragt. Ich habe ihr dann gesagt, wir sprechen uns jetzt mit Namen an. Ich weiß nicht, ob du das checkst, den Witz. Weil früher im, du weißt schon was, Lager, hatten die immer Na Nummern auf den Armen zu stehen und wurden immer mit ihrer Nummer anstatt mit ihrem Oh, Namen ist ja echt angesprochen. auf dieses Niveau runtergekommen.
Das ist halt ein sehr, sehr, sehr böser schwarzer Humor. Aber über sowas kann man halt auch mal lachen. Aber Naja, also wenn schon man kein das sagt, wir Spaß. sprechen uns jetzt ja mit Namen an und nicht mit Das Zahlen. war, das ist ja gerade der Sinn davon. So eine Witze sollen nun mal, wie Ja, soll man das sagen? einiges kann man wirklich lustig nehmen, aber sowas, ich meine, das ist, also das mit den Zahlen ist wirklich, wer lacht über sowas? Hey, wer lacht über sowas, hä? Da dachte ich mir nur so, boah, das ist mies. So ein Lacher ist nicht wirklich, dass es witzig ist, sondern mehr so ein, boah, das ist mies Lacher. Weißt du, es gibt so tausende Witze, die so sind. Ja, aber wer lacht da drüber? Ja, wir jetzt nicht mit Zahlen, sondern mit Namen. Hä? Ne, ist ja selbstverständlich mit Namen. Hä? Das ist egal, das ist schwarzer Humor Vor allem, einfach. Das. wenn man die Vorgeschichte nicht kennt. Klar hat man früher Zahlen, aber nur zur Vereinfachung für eine Liste. Das war für eine Liste. Das war Deine nicht. Hand? Also ich habe, ja, das habe ich in der Schule auch gehört und so. In der Geschichte, da wurde was von den Lehrern erzählt. Ja, man hat mit Zahlen. Aber auch nur, ich weiß nicht, ob das so eine Art Gefangenschaft war oder Arbeit War oder auch. Zwangsarbeit von Deutschland oder für die Ausländer, die in Deutschland reingekommen sind, so zufällig. Ich weiß es nicht mehr. Ich kenne die, Redest du jetzt über aktuell oder über das, was damals war? was damals war mit den Zahlen. Das war Thema. für die jüdischen Leute. Die wurden auch alle Sarah oder was weiß ich genannt. Nur immer so, die haben immer vereinfachte Namen bekommen. Sarah oder Ibrahim war Die das, hatten glaube ich. früher auch Namen gehabt. Das war nur wichtig für eine Liste, soweit ich weiß. Ja, Dass ich auch. die wurden doch nicht im Privaten genannt. Ja, du wirst jetzt drei genannt und du wirst jetzt auch von deiner Familie zwangsmäßig drei genannt. Du heißt Nein, ab nein, jetzt nein. drei. Die haben doch trotzdem Namen gehabt. Wer diese Hintergrundgeschichte Die nicht wurden nur in versteht. den Lagern so genannt. Nur in den Lagern Ja, wurden die so genau. genannt. Wer Ja. zur Vereinfachung. Wer diese Hintergrundgeschichte nicht versteht und daraus noch einen schlechten Witz reißen will, also da tut es mir leid. Das finde ich auch gar, also ich bin jetzt kein zu ernster Mensch, Zum Beispiel, du hast es halt jetzt aber. nicht gewusst, hätte ich es dir jetzt nicht erklärt. Ich habe es halt gewusst. Und deshalb. Das mit den Zahlen habe ich auch gewusst. Ich habe es dir aber gerade gesagt, Nö, davor das hattest mit du den es nicht Zahlen wurde mir gewusst. früher in der Mittelschulzeit auch erzählt. Ja, aber dir ist So es gerade kenne nicht auf ich. Anhieb eingefallen. Nee, nicht direkt eingefallen, aber. Nicht direkt auf Anhieb, aber ich kenne das. Und die letzte Glocke. Oh, ist die Katzen süß. Und in der nächsten Folge werden wir auch weiter fortfahren. Oh. Ich lasse mal kurz Katzchen durchrasseln. Oh, danke, Leute. Twitch Prime ist kostenlos. Hä? Alles klar. Was ist denn das für ein großes Vieh? Big Uff, ist ja so ein Manta. Mentes, whatever. Nee, ich Mentes, Manta-Rochen. Diese Insel erinnert mich irgendwie an Mario Odyssey. Lol, die haben gerade ein Foto gemacht. Jessie, Katzin, bitte. Oh, shit. Auf Foto. Ich habe in dem Moment auch einen Screenshot gemacht. Tatsächlich. Okay.